Und damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Colosseum. Diesmal nicht im Story-Modus, sondern wir drücken auf Start, lesen die Memory Card und gehen auf den Duell-Modus. Auf den Solo-Kampf Colosseum. Pokémon sind bereits registriert, Duellback gegen 100 können wir machen und Colosseum haben wir auch noch. Die Frage ist, wo fangen wir als erstes an? Ich würde sagen, wir beginnen mit Colosseum Phinak. Im Einzel- oder Doppelkampf? Wir nehmen den Einzelkampf. Starten mit diesem Team. Und los geht's. Stadion Phinak. Kampf 1. So, ich habe nach Tara, Psyana und Tornipto gewählt. Einfach so. Bam, 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 bam. In einem Kolosseum kann man wirklich Spaß haben. Ja, wir kämpfen gegen Gine. Und er hat als erstes einen Knilz. Sehr gut. Dann würde ich sagen, setzen wir gleich mal die Kung-Fu-Schrei ein. Nach Tara ist so unsere Tank-Strategie, sage ich es mal so. Jetzt noch ein schönes Toxin. Attacke gegen daneben, na super. Und der Megasauger, genau. Ach ja, nach Tara hat Überreste, habe ich vergessen. Jetzt aber das Toxin. Sehr schön. Meine Strategie wird jetzt sein, 6-mal hintereinander Doppelteam zu machen. Natürlich. Natürlich. Paralysiert. So ein Mist. Und natürlich immer mal wieder das Pokémon zu verwirren mit Kung-Fu-Strahl, damit es sich selbst schädigt. So, jetzt setzen wir Doppelteam ein. Das könnte ein sehr, sehr langer Kampf werden. Na super. So muss das doch sein. So nicht. Doppelteam. Natürlich trifft er mich. Weil einmal Doppelteam reicht ja auch nur bei den Gegnern. Und ich bin wieder paralysiert. Lächerlich. Das ist echt ein Scherz. Er hat irgendwie nur Käfer-Pokémon. Einfach mal austauschen.
Der Kampf dauert nicht zu lange. Ein Flammenwurf. Tschüss. Und ein Weberack. Ich hätte gleich mit Tönnipte anfangen sollen. Naja, egal. So geht der Kampf doch eigentlich viel, viel schneller. In einem Kolosseum hat man auch Spaß, wenn man verliert. Nein, nein, hat man nicht. Gewonnen. Makelloser Sieg. Ich bekomme ein Continue. Weiter geht's. Wasser-Pokémon. Jede Menge Wasser-Pokémon. Kann ich das weg? Ja. Ich werde dir jetzt zeigen, wie stark meine Pokémon sind. Bitte setz Schmerber als erstes ein. Dann hau ich dir volles von das Maul. Natürlich Schmerbe! Es war so klar. Es war so klar. Dann Papunga. Ich habe mir noch gedacht, komm, tue ich Papunga als erstes rein. Wird ganz sicher Schmerbe nehmen. Nein. Hat nämlich keine Wirkung. Gigasauger. Und down. Nochmal Gigasauger. Auch down. Die Kämpfe könnten so schnell gehen. Und was mache ich? Ein Weimar, sehr schön. Noch ein Gigasauger. Und halb K.O. Gut, dann darfst du jetzt auch mal einen Angriff machen. Oh, Blizzard. Das macht nicht K.O., oder? Ja. Kein makelloser Sieg für mich. Aber Ampharos regelt das jetzt. Deine Kraft ist ja absolut fantastisch. So sieht es aus. Kampf fortsetzen, weiter. Jäger Ikua. Ganz viele Boden-Pokémon. Dann nehme ich Psyana. Tornipto. Guck ich mal das. Ne, Tornipto und Papunga. Ja. Duell 3. Auf keinen Fall werde ich verlieren. Sagt der Jäger Ikua. Kleinstein, sehr schön. Damit habe ich gerechnet, dass du Kleinstein als erstes einsetzt. War genau das Pokémon, was ich haben wollte für meine Psychokinese.
Ja, ich habe einfach keine Wasser-Pokémon, fällt mir. Ist mir so aufgefallen, dass ich keine Wasserattacken habe. Aber das müsste auch so gehen. Das ist nur Feuer. Mhm. Psychokinese sollte das aber geregelt werden können. Auch sehr schön. Alles One-Hit. Lavita. Ne, ich hatte jetzt mit dem Store Junior gerechnet, aber nicht mit dem Lavita. Aber okay. Das ist gut. Dann habe ich ganz, ganz schnell gewonnen. Boah, Psyana ist so stark, ey. Ich habe verloren. Ja, das hast du. Das hast du, mein Freund. Ich habe nicht einen Treffer kassiert. Das ist wirklich ein makelloser Sieg. Ein weiteres Continue. Weiter geht's. Kampf 4. Pflanze, Pflanze, Pflanze. Boden, Boden. Boden, Pflanze. Pflanze und Boden hauptsächlich. Dann würde ich sagen, das, das und... Nimm bei Altaria. Duell 4. Ich bin zwar vornehm, aber beim Kampf kann ich das vergessen. Kia. Lady Kia. Okay. Ich frage mich, gegen wie viele Trainer wir kämpfen müssen. Gegen 7 oder... Ich weiß das gar nicht. Ich habe nämlich beim Originalspiel nie einen Kolosseum-Kampf gemacht. Weil ich einfach zu schwach war. Aber ich sag mal so, ich konnte nur den Lagerkampf 100 machen, weil ich meinen Pokémon damals zu spät registriert habe. Und ich hatte nur Psyana und Lachtara auf Level 100 und alle anderen waren so maximal Level 50. Und damit einen Kampf gegen alle Pokémon zu kämpfen, die Level 100 haben, ist schlecht. Tuska. Wow. Da hast du mir aber sehr schön in die Karten gespielt. Ich weiß gar nicht. Krummlöffel hat, glaube ich, Psyana als Item. Deswegen werden die Psycho-Attacken noch verstärkt. Verloren. Das kann doch nicht sein. Verloren. Ich. Ja, du. Niemand sonst. Resultat. Kampf 4 Resultat. Haha. Ich habe erst Results gelesen. Kampf 5. Okay. Business Lady Shiner. Eis, Boden. Eis, normal. Eis, normal, normal. Eis. Nehmen wir dich, nehmen wir dich. Nehmen wir noch Nachtara mit. Turniptopsiana Nachtara. Mit meinem Charme werde ich dich besiegen. Das wollen wir doch mal sehen. Schinner. Schnäppke, sehr schön. Ich habe nämlich als erstes Turnipto gewählt. Sehr, sehr schön. Kann ich einen schönen... Ach komm, Flammenwurf voll drauf. Sehr, sehr schön. Flurmel. Ah, sehr schön. Komm, wir machen direkt ein Erdbeben. Sondersensor. Das ist eine Psychoattacke. Das zieht aber kaum was ab. Das ist sehr gut. Dann kann ich nämlich jetzt einen Sonnentag machen. Dann sind nämlich meine Feuerattacken schön stärker. Schallwelle, ja. Das hat ein bisschen mehr Schaden gemacht. So, jetzt kann ich nämlich ein Flammenrad machen. Damit müsste Flurmel besiegt sein. Na, egal welches Pokémon als nächstes kommt. Ob Pummeluff, Togepi oder... Ist es ein Pummeluff? Oder Quiekel.
Flammenwurf macht es mit One-Hit K.O. Komm, Flammenwurf, One-Hit K.O. Ich hab Step, ich hab Holzkohle, ich hab Sonnentag. Was sollte schief gehen? Damit Sayonara. Bin ich etwa schon am Ende? Jo. Das war Kampf Nummer 5. Wieder ein Continue. Kampf 6. Use Lady Rinita. Gift, 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 Gift. Was ist gegen Gift gut? Ich glaube Feuer. Was ist noch gegen Gift gut? Psycho. Und dann nehmen wir Altaria mit. Ich werde deine Niederlage live übertragen. Erdbeben. Setze ein Elektro-Pokémon ein. Entschuldigung. Und einfach mal Erdbeben drauf und es ist besiegt. Sehr schön. Kentucha. Ah, es könnte mit Boden gefährlich werden. Aber wir versuchen es trotzdem mal. Das ist sehr effektiv und K.O. Das hätte ich nicht erwartet. Vor Kentucha hatte ich Angst. Schluppuck ist reines Gift-Pokémon. Ein Erdbeben und tschüss. Ein Glück habe ich meinem... Was zur Hölle? Das lebt noch. Oh, Zitrobeere. Egal. Tschüss. Der Kampf ist gewonnen. Sayonara, Schluppuck. Wie viele Kämpfe muss ich bestreiten, ganz ehrlich? Meine Damen und Herren, unglaublicherweise habe ich soeben verloren. Ja, ganz unglaublich. Kampf 6, ja. Wie viele Kämpfe muss ich machen? 7? Weiter. Halbfinale. Also 8. Geister-Pokémon. Geist, Geist. Psycho-Kampf, Psycho. Psyana, Nachtara. Und was nehme ich noch? Was ist gegen Geist effektiv? Nehmen wir Papunga mit. Was? Wie? Ach so, du willst kämpfen. Komm, was setzt du ein? Isso, war klar. Fucking Isso. Da habe ich aber genau die richtige Strategie für dich. Scheiße, Wegsperre hat der. Dann volles Fund aufs Maul. Werde ich wahrscheinlich bekommen. Aber egal. Nicht sehr effektiv. Spiegelcape, ja. Scheiße, ey. Ich habe überlebt. Aber ich werde nicht mehr lange überleben. Psyana ist schon mal K.O. Schade. Schade um das Psyana. Aber ich habe jetzt genau die richtige Strategie für dich. Ist so. Genau die richtige Strategie. Da weder Toxin noch mein Konfu-Strahl dich direkt attackieren, kannst du mir auch nicht wehtun. Weil du kannst nichts anderes außer Spiegelcape und Konter. Und selbst wenn du Geduld könntest, Toxin trifft dich immer erst danach. Und das wird nicht mich treffen.
sehr, sehr gut. Sehr schön. Hat sich selbst verletzt. Und jetzt noch das Gift. Jetzt kann ich in Ruhe meine Doppelteams machen. Das ist Nummer 1. Ich habe diesmal echt Glück. So, nächste Runde bist du down. Abgangsbund, scheiße. Nein. Nein. Oh nein. Wie asozial. Oh, ich dachte, ich hätte gerade verloren. Ich habe nicht verloren. Ich dachte, er wollte mich mitnehmen. Oder nur durch einen direkten Treffer. Oh, das wäre ja super. Wenn ich nur durch einen direkten Treffer... Okay. Das hätte ich nicht gedacht. Wenn ich einen direkten Treffer abbekomme, dann, also das gegnerische Pokémon das Abgangsbund einsetzt, dann wird mein Gegner mitgenommen. Also dann wird der Gegner mitgenommen. Und da ich ihn nicht direkt getroffen habe, brauchte ich auch keine Angst haben, dass ich getroffen werde. So, einmal die Finte. Sehr schön. Komm. Du hast jetzt keine Chance mehr. Sag mir, dass du keine Chance mehr hast. Ja, ja, dann brenne ich jetzt. Du aber auch. Sehr schön. Und tschüss. Damit ist das Halbfinale auch durch. Was? Ach so, ich habe verloren. So ist das nun mal. Weiter geht's. Stadion Finnak, Finale. Kampf. Oh, der hat alles. Der hat 2 Kampf, 2 Psycho und 2 Unlicht. Nehmen wir Tornipto. Hey, ich bin stark, Mann. Das glaube ich dir aufs Wort. Trassler. Okay. Dann wechseln wir als erstes mal unser Pokémon auf Nachtara. Spezialverteidigung wird erhöht, sehr schön. Dann machen wir jetzt einmal einen Konfu-Strahl, damit du keinen Bodyguard einsetzt. Und es verletzt sich selbst, sehr schön. Toxin. Und dein Bodyguard ist auch dahin. Oh, ich habe nicht darauf geachtet, ob der Fährt oder Synchro hat. Scheiße, der hat Synchro gehabt. Aber ich habe Überreste. Und die hat er nicht. Überreste? Hallo? Ach, das kommt Vorgift wahrscheinlich, Überreste. Das ist schlecht. Schockwelle. Oh, die trifft immer. Hm.
Aber macht kaum Schaden. Sehr schön. Dann beenden wir den Kampf. Darauf habe ich nicht geachtet. Gut, was mache ich? Toxin oder... Ich werde nach Tara auf jeden Fall verlieren. Ich mache Toxin. Weil Toxin hält den ganzen Kampf an. Vergeltung. Scheiße, damit bin ich K.O. Oder? Ich könnte Glück haben. Ja, ich hab Glück. Oh, viel Schaden. Viel zu wenig Schaden. So, es ist jetzt verwirrt und vergiftet. Ist aber nicht so schlimm. Der mit Psyana kann ich den Kampf noch gewinnen. Ich schätze mal, das nächste wird entweder... Er hat auch Überreste. Das ist schlecht. Also das nächste Pokémon wird entweder Fifien oder Hunduster sein. Fifien, okay. Aber das kann ich besiegen. Da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Ui, das war aber eine starke Rückkehr. Initiative sinkt stark, meinetwegen. Biss. Das war sehr effektiv. Komm, nicht zurückschreien. Ah, fuck. Ich hätte jetzt nochmal Biss gemacht. Denn jetzt bist du K.O. Und damit haben wir das Kolosseum für Nack innerhalb einer halben Stunde auch geschafft. Da wollte ich es ja nicht schneiden. Oh Mann, und du wirst wahrscheinlich sogar noch stärker werden. Poké-Coupons. Jo. Damit hätten wir das auch gemacht. Champion. Im Einzelkampf. Ja, gut. Der nächste ist, glaube ich, ein Doppelkampf. Aber wie das Ganze weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao und macht's gut.